Hallo. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie begrüßen im Kino des DFF zu einer Veranstaltung, die eigentlich schon im März stattfinden sollte, die dann aber wegen des Lockdowns ausgefallen ist, nämlich die Vorführung von Faust Sonnengesang 3 von Werner Fritsch. Werner Fritsch ist Schriftsteller und Filmemacher. Er hat eine Fülle von Prosatexten, Hörspielen und Theaterstücken geschrieben. Und diese Arbeit ist natürlich auch in seine Filme eingegangen, die Erfahrungen mit diesen anderen Medien. Seit anderthalb Jahrzehnten arbeitet er an einem großen Projekt, betitelt Faust Sonnengesang. Das soll eine Serie von 8 Filmen à 3 Stunden werden, also insgesamt 24 Filme, der Ablauf eines Tages. Bisher sind 4 davon fertig. Der erste lief mal vor einigen Jahren hier, der zweite lief auch im März dieses Jahres, der dritte läuft heute Abend und ich hoffe, dass der vierte irgendwann auch noch zu sehen ist. Es ist jedenfalls bislang der beste Film, den ich in diesem Jahr gesehen habe. Ich gehöre zu den Glücklichen, die den schon sehen durften. Sie müssen die anderen Teile nicht gesehen haben, um jeden Einzelnen verstehen zu können. Und am besten, Sie lassen sich einfach vom Fluss der Bilder und Töne treiben. Möchtest du noch was sagen? Ja, also ich freue mich, dass Sie so zahlreich im Rahmen des Möglichen gekommen sind. Und ja, das ist tatsächlich so, wie Winfried sagt, der Film ist im Grunde, geht er aus von einem Unfall. In der Sekunde zwischen Leben und Tod findet das Ganze statt, das quasi realiter 24 Stunden dauern soll. 12 Stunden sind jetzt realisiert und ich hoffe, dass ich noch Kraft und vor allem Geld genug bekomme, die restlichen 12 Stunden machen zu können. Aber jetzt erstmal schöne 3 Stunden. Danke. Hinterher ist Werner dann wieder da und steht für Fragen, Kritik, Lob und so weiter zur Verfügung. Vor allem für Letzteres. Ja, es ist immer schwierig, nach einem Film direkt was zu sagen. Natürlich nach so einem langen, der so viel anzubieten hat, noch mehr. Wenn es spontan eine Frage gibt, dann, wir haben leider nur 2 Mikrofone aus Corona-technischen Gründen oder wie heißt das Modewort, Corona-konform. Aber ich kann jede Frage wiederholen, damit sie allgemein verständlich ist. Wenn es keine spontane Frage gibt, dann fange ich mal an. Und zwar von hinten mit dem Navajo. Der bekommt ja eine besondere Bedeutung dadurch, dass er erstens am Schluss ist, zweitens so lange und drittens auch noch im filmischen Duktus, im Stil herausgehoben ist, sodass es, was er zu sagen hat, ein bisschen als das Schlusswort des Films erscheint. War das so gedacht? Also ich wollte eigentlich mit den Hopis was machen und bin dann dahin gefahren und musste, weil ich Internet brauchte, in McDonald's gehen, weil die hatten Internet. Und da habe ich die schlimmsten Klischees gesehen von aufgedunsenen, betrunkenen, drogierten Hopis. Und ich war total fertig und bin dann in die Mormonenstädte, die wohnen ja da, Bluff and Blanding. Da habe ich dann eine Übernachtung gefunden, ich glaube, es war im Bluff. Und da anderen Tags, da hatte ich noch einen Freund dabei, Joachim Eckel, ging der spazieren und der sah, dass auf einem Hausdach lauter Autoreifen waren. Und der hat selber in Österreich so eine Installation, wo er auch mit Autoreifen was macht. Und der Mann kam gerade raus, um seine Morgengebete zu machen, also seine indianischen Morgengebete zu machen. Und dann fragte der, redeten sie so ein bisschen über die Reifen und dann, dass wir ins Monument Valley wollen.
Und dann sagt er, ja, also sein Großvater hat für John Ford die ganzen Indianer-Szenen choreografiert und ihm die Plätze gezeigt. Und wenn wir wollen, zeigt er uns diese Plätze im Monument Valley. Und $50, ja klar, kein Thema, also das geben wir ihm gerne. Außerdem kennt er die Werte und wir können auch umsonst rein und so weiter. Also. Und dann hat er einfach von seinen Träumen, wir saßen da im Auto, erzählt, angefangen zu erzählen, dass er heute von einem Raben geträumt hat und was das alles bedeutet. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, darf ich das aufzeichnen? Und dann habe ich angefangen und der hat den ganzen Tag immer tolleres Zeug erzählt, wollte uns seine heilige Pflanze zeigen und konsumieren mit uns und so weiter. Also es wurde immer, immer toller und ich habe da Stunden Material, aus dem ich jetzt eigentlich einen Monolog machen möchte. Also lange Rede, kurzer Sinn, das war ein Geschenk. Wie er selber sagt, Gott oder wer auch immer hat uns zusammengeführt. Und das war einfach, ich dachte schon, ich muss mich mit irgendwelchen Aufnahmen aus dem Ethnologischen Museum behelfen, um den Geist der Indianer, der Nativen zu beschwören. Aber nein, siehe da. Quasi am letzten Tag, Drehtag, ist das geschenkt worden. Das ist natürlich schon, jetzt sind wir mitten im Thema, wie der Film eigentlich zustande gekommen ist. Wenn du, das Thema ist ja Amerika, aber nicht Amerika als solches, sondern wie es zu uns, insbesondere zu dir, biografischen Bezug hat. Auf verschiedene Sachen gehst du ja in dem Film selber ein, während anderes ist das zufällig entstanden? Hast du dich inspirieren lassen? Hast du Sachen gedreht, die, von denen du noch gar nicht wusstest, wie die später verwendet wurden? Oder wie kommen denn die Einzelheiten zustande bei so einem Film? Naja, also da man ja jetzt die Landschaft nicht wirklich kennt, filmt man natürlich in Bereitschaft, dass um die nächste Ecke vielleicht was Tolles kommt, wie dieser eine Felsen. Mir fällt jetzt gerade der Canyon nicht ein, der ist sozusagen 100 vom Grand Canyon 100 Kilometer verläuft der parallel. Nicht wahr, den man dann so sieht bei Minute 25 etwa, diese lange Fahrt an diesen Felsen entlang. Und das sind dann auch Geschenke, das wusste ich natürlich nicht. Also da heißt es einfach bereit sein. Man könnte natürlich wieder umkehren, man kehrt auch wieder um, natürlich schon, aber manchmal ist es halt das erste Mal, wenn man da eben Glück hat. Der Film auch viel Schrott natürlich, das läuft dann auch mit und wird dann ausgesondert. Gibt es auch umgekehrt Sachen, die dir noch fehlen, wenn du die Montage machst und von denen du dann merkst, da muss ich noch was filmen? Ja, ich bin noch einmal sehr spät nochmal nach Amerika rüber und war schon in der Phase der Endmontage und habe einfach da nochmal wirklich punktgenau oder akupunkturgenau die Dinge gefilmt, die dann noch reingehört haben oder gepasst haben. Der Film heißt Faust Sonnengesang. Das Faustthema ist ja hier, wird ja am Anfang sehr explizit erklärt. Dann hat man ungewöhnlicherweise nicht nur einen Mephisto, sondern auch eine Mephista. Sind das sozusagen die Stellvertreter des Zuschauers oder der Zuschauerin, die einen durch den Film führen sollen? Ja, in gewisser Weise führen sie Faust an das kollektive Unterbewusstsein oder an ein Wissen, das ihm als Normalsterblichen, er ist ja ein Faust-Jedermann, niemand Besonderes, kein Superman, sondern ein Normalsterblicher und der eben aber doch nach Wissen sucht. Und da gibt es natürlich den Mephisto einerseits, der ihm eher so in die dämonische, aber nicht unbedingt, er ist genauso, wie er will, dass er ist. Aber Mephista ist da eigentlich so die Anima in gewisser Weise, die ihn animiert, und in Verbindung bringt mit bestimmten Dingen.
Also die Mephista hat mir gefehlt bei Goethe. Mephisto ist eigentlich zu wenig und das war für mich ein ganz wichtiges Bedürfnis, dass ich eine Mephista einführe, die in vielen, vielen Metamorphosen und Gestalten erscheint. Eine ist auch hier im Raum, gerade aus Seoul gekommen, Bae Sua, die südkoreanische Autorin, die oft zu sehen war und auch hinter der Kamera. Magst du mal kurz einen Moment vorkommen? Ja. Gibt es denn irgendwelche Fragen außer von mir? Ja. Die Musikauswahl wurde gefragt. Ja. Ja, also für mich ist eigentlich der große kulturelle Beitrag Amerikas neben dem Film, muss man sagen, also klar, Chaplin und Dick und Doof sind so die ersten großen Eindrücke, ein paar Western auch natürlich. Aber eigentlich ist die große Rockmusik ist für mich der wichtigste kulturelle Beitrag Amerikas. Und die großen Blueser, der Jazz in New Orleans, dieser alte Mann, der da so tanzt. Und die Gospels auch und die Indianertänze. Ja, und dann natürlich Bob Dylan, nicht wahr, der einfach so mit 12, oder sagen wir mal 13, in mein Leben getreten ist, wie so ein älterer Bruder, der immer mit einem irgendwie redet oder Dinge sagt, die man endlos oft gehört hat, in unendlich vielen Momenten, über 44 Jahre, nicht wahr? Und ein paar Mal habe ich ihn auf der Bühne gesehen, aber er ist eigentlich immer irgendwie da gewesen und immer noch da. Und das gilt auch jetzt für die große Literatur. Ich habe jetzt Faulkner genommen, es hätten auch andere sein können. Allen Ginsberg habe ich persönlich kennengelernt. Burroughs verehre ich. Und also sind Legion, die amerikanischen Autoren. Ja. Du fängst ja sehr dezidiert an mit der Version von Jimi Hendrix, der amerikanischen Nationalhymne. Ja. Das gibt ja schon das Thema. Genau. Und dann geht es über Skip James bis zu Captain Beefheart. Ja. Das ist ja auch ein riesiges Spektrum, das da sich darstellt. Ja, also Hendrix ist eben einfach ein Künstler, wenn man jetzt die ganzen politisch-kritischen Lieder anhört, der Hendrix hat das sozusagen in die Form gebracht. Er hat diese Hymne quasi, da hört man eben die Bomber von Vietnam, da hört man die Granaten, da hört man die Polizeisirenen. Das ist sozusagen in die Erkenntnis gehoben, indem er diese einfache Melodie der Nationalhymne dekonstruiert und zu einem Soundkunstwerk macht. Und dann bin ich natürlich sofort beim Thema. Weil es Amerika und die Verwerfungen und das erschütterte Bild. Das Also erstmal vielen Dank für den Film, obwohl ich gestehen muss, dass mir der zweite Teil, also Faust Sonnengesang 2, besser gefallen hat als der hier. Ich will mal einhaken bei dem Thema Bob Dylan. Ja. Als ich den Film gesehen habe, musste ich die ganze Zeit an Thewlite denken. Thewlite ist ja auch so ein Dylan-Apologet. Und Thewlite ist ja auch ein Freudianer. Aber genau, also das machen sie ja nicht. Sie haben ja diese schöne Stelle, ich habe Freud verdrängt, ja, weil sie so beeindruckt sind, diese schöne ironische Stelle. Ich würde aber sagen, um es mir jetzt mal ganz hart zu formulieren, ja, weil ich glaube, es bringt ihnen nichts, wenn ich sage, was ich gut finde in dem Film. Ja, ja. Ich sage lieber, was ich nicht so gut finde. Ja. Das, was Sie eigentlich beschreiben, ist eine Kritik moderner Gesellschaft von vor 200 Jahren. Das heißt, also ohne Marx und ohne Freud im engeren Sinne. Der Navarro sagt am Ende sehr schön, there's no way going back. Und dann sagen sie, no self-delusions, bla bla bla. Ist das nicht genau das Problem? Also wir kriegen hier ein sehr romantisches Bild. Sie haben auch eben selbst erwähnt, das kollektive Unbewusste. Die Jungianerin, natürlich, auf die muss man, da kann man immer verdrängen, wenn die schöne Stimme hat, ist klar. Sind das die richtigen Antworten? Denn ist nicht, also wir finden gar nichts zum Beispiel,
zu der Thematik Arbeiter, ja, oder Arbeiterbewegung, ja, also was man tun könnte gegen Kapitalismus, ja, ich meine, denn Marx schreibt ja nicht umsonst so viele Schriften, weil das kann man nicht ganz einfach machen, da muss man ein bisschen analytischer arbeiten. Und ich fand das schlecht eigentlich, dass diese Stimmen noch nicht gekommen sind. Vielleicht kommen sie am Rest des Zyklus. Also ich weiß nicht, was kommt, aber ich glaube, es gab hier so etwas wie eine Apologie naturromantischer Vorstellungen, die uns in der gegenwärtigen Situation nicht helfen. Und ich denke, wir können eben nicht zurück zu den Nachwachlos. Also ich meine, ich gebe ein anderes Beispiel. Selbst wenn wir bei den Indianern bleiben, ja, gibt es ja auch da Nomaden. Ja. Es gibt ja nicht nur die Sesshaften, sondern es gibt auch die Nomaden, ja, die Migranten, die Migration betreiben und Ähnliches. Wenn wir uns die moderne Welt anschauen, ja, gibt es da nicht eine Problemlage, ja, wenn wir uns sozusagen zurückfühlen wollen in eine Welt von vor 200 Jahren ohne Gier. Ich meine, wenn Sie Stieglitz lesen, ja, das ist ja auch ein liberaler Ökonom, schreibt ein Buch über die Gier. Das ist natürlich auch schon, als ob es Marx nicht gegeben hätte. Ja, als ob man das nicht genauer machen kann. Ja, also diese quasi religiöse Touch, diese konservative Revolution, in gewisser Hinsicht, die sie betreiben, oder Ökokatholizismus würde ich es nennen, das ist ein bisschen problematisch. Also mir fehlt an dem Film so etwas, wie ein Pasolini macht, ja, ist ja auch ein Linkskatholik, der verschiedene Gesellschaftsstufen abbildet, auch ästhetisch andere Lösungen findet. Und die zweite Frage dann anschließend werden, jetzt kommen wir zum ästhetischen Bereich, wenn man wirklich Natur stark machen will, müsste man das nicht so machen wie James Benning zum Beispiel. Ja? Also müsste man nicht der Natur sozusagen Raum geben in der Konfrontation mit der Zivilisation, Eisenbahnwagen etc., Boote, die auf dem Meer, auf dem See, Lake Tahoe rumfahren und Ähnliches. Also nur als Hinweis. Ja, ja, ich meine, ich habe mich da mit Sprache auseinandergesetzt, der Sprache der Bibel und die Sprache Shakespeares. Das ist die Sprache, die sozusagen das amerikanische Bewusstsein formatiert hat. Und klar, also die ganzen Punkte bringe ich jetzt da nicht unter. Das ist, wenn man so will, Sie haben ganz recht, ein Gespräch, das als Kind aufgenommen wird, nicht wahr? Allein im Wald sitzend, mit einem Phantom, das es wahrscheinlich gar nicht gibt. Und das zieht sich durch den Film bis zur Nacht mit dem Navajo. Nicht? Also ich meine, ja, das sind die Punkte, die ich da sehe, die ich jetzt da unterbringen kann bei dieser Figur des Theologieprofessors, der natürlich, klar, könnte man, und man will ja auch vielleicht weiterkommen, man will dem vielleicht tatsächlich noch mehr Hoffnung oder Lösungen in den Mund legen, aber es ist nicht mehr viel Hoffnung in mir, um das dem in den Mund zu legen. Also ich versuche die Hoffnung trotzdem in diesem Werk so stark wie möglich zu machen, aber es ist ein Gewaltakt. Darf ich da nochmal nachhaken? Mein Einwand gegen dein Statement wäre natürlich, dass es schon dezidiert, wie im Vorspann steht, ein Filmgedicht ist, also ein poetischer Film und nicht eine marxistische Abhandlung. Und also von vornherein, du verlangst ein anderes Genre. Das Genre-Argument, tut mir leid, Winfried, das ist kein richtiges Argument. Wir können nicht allen möglichen Fragen ausweichen, politischen Fragen ausweichen. Und wie er selbst sagt, das ist ja eine sehr schöne Stelle, wo sie über die Schrift reden, ja, also einmal als Hymne sozusagen und einmal als Widerspruch. Ja. Ja, so, beides kann man sich ja vereint vorstellen. Ja, das ist ja gar kein Problem. Solche Begriffe wie Gegenwelten und Ähnliches sollen das darstellen. Der Rest ist Schweigen, haben sie aber noch gesagt.
Das erscheint mir auch schon problematisch. Ja? Also man könnte, ich habe eben Teveleit erwähnt, natürlich medientheoretisch wieder sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Schriftlichkeit und Visualisierung oder das Lesen als optische Tätigkeit. Ich glaube auch Gedichte, es gibt auch politische Gedichte genug. Ja? Gucken wir uns, wenn man sich Brecht anguckt als Beispiel, wird jeder sagen, ja gut, das sind auch politische Gedichte. Es gibt ja nicht nur Liebesgedichte von Brecht. Ja, und auch die Stücke sind Verfremdungen. Das sind aber, der arbeitet ähnlich wie Diderot mit Tableau Vivants und Ähnlichem. Also das sind ruhige Rhythmen. Und wenn ich jetzt mal auch Angelopoulos oder solche Leute nennen würde, das sind Filme dann, die einem die Möglichkeit geben, nachzudenken. Und ich habe die Befürchtung, dass wenn sie so eine schnelle Montage machen, wie sie sie am Anfang machen, läuft man in die ähnliche Falle wie Hollywood-Überwältigungskino. Ja? Also ich will es jetzt nicht zu sehr monopolisieren hier. Darf ich da nochmal einhaken? Ja. Du hast Pasolini genannt. Der macht ja nun genau etwas Paralleles in Filmen wie Medea. Nämlich über den Rückgriff auf die antike Mythologie, der Versuch, dieselbe fruchtbar zu machen für die Erkenntnis der Gegenwart. Und das würdest du ihm nicht zugestehen. Aber die Ästhetik ist eine andere. Ja, klar. Und weil du Benning erwähnst, der Benning stellt die Kamera hin oder inzwischen nur noch und wählt den Ausschnitt und dann überlässt er das sich selbst. Hier ist natürlich ein anderer Blick auf die Landschaft und die Natur, nämlich ein sehr aktiver, der wie der Urmensch, der in Auseinandersetzung mit einer feindlichen Umgebung gezwungen ist, ständig auf der Hut zu sein und zu achten, was da kommt, so auf jedes Zeichen zu achten. Und ein bisschen parallel finde ich auch die Art, wie hier zum Teil die Umwelt gefilmt wird, weil du sagst, das geht so schnell. Das ist ein aktiver Blick, der auf die Natur und auf die Umgebung, der die Sinne schärfen und nicht abstumpfen soll. Ja, also das ist richtig. Ich habe ja vor 40 Jahren auch so wie der Benning natürlich die Kamera in der Natur aufgestellt. Das war insgesamt eine teure Sache, also 100 Mark die Minute ungefähr. Und man muss eine halbe Stunde überhaupt erst meditieren, bevor man überhaupt irgendwas sieht. Und es hat keinen Sinn, die Kamera vorher einzuschalten. Aber nach 40 Jahren langweilt es mich irgendwann natürlich, nur die Kamera aufzustellen. Und ich möchte selber den Körper des Regisseurs einschreiben. Also ich möchte mit der Kamera wie ein Bildhauer, Faustkeil nenne ich das. Faustkeil nenne ich das, also das Mitgestalten, nicht wahr? Also was nennen Sie Heisenbergs unschärfe Relation, dass der Beobachter das Beobachtete gestaltet, und darum geht es mir, also ein aktives Sehen. Und was der Winfried sehr schön gesagt hat, ich habe auch meinen Kindern Kameras in die Hand gegeben. Und das ist tatsächlich ein solches Rumfuchteln, ein ständiges Abchecken der Umgebung, ein ständiges Rumtollen und Toben. Ja, und ich meine, bei Pasolini, wie gesagt, da gibt es natürlich, da war ja auch der Marxismus eine unendlich viel größere Kraft. Ne, ich konnte, als man im Anfang vor 40 Jahren Literaturkritiken las, konnte ja man keine Kritik, wo nicht Überbau und die Herrschenden und die Klassen, was Justiz und so weiter vorkam. Ne, diese Leute sind jetzt alle entweder von der Bildfläche weg oder irgendwie umgefallen, nicht wahr? Und ja, es ist jetzt für mich eigentlich Zeit, dass, wenn es ihn gibt, da irgendwas Großes passiert. Eine große Änderung. Ich glaube, mit marxistischen Programmen, die haben die Hoffnung leider vollkommen abgewirtschaftet, die Realisierer des Marx. Björn? Ja, ich hatte noch eine Frage, gerade zu Ihrer Arbeitsweise. Es bezieht sich einerseits auf den Schnitt, aber andererseits auch vielleicht auf die
quasi die Aufnahmen dann an dich, ob sie dann, weil das jetzt auch anklang, stark mit so Rhythmisierung auch arbeiten, in der, also so ein bisschen, wie man es von einem Analogfilm her kennt, dass es quasi in der Kamera geschnitten wird, oder ist es wirklich so, dass sie erstmal alles aufnehmen und dann vor allem die Hauptarbeit quasi in der Montage liegt? Nee, es passiert in der Kamera. Das ist in der Kamera, das ist einfach diese Bewegung, nicht wahr? Dass man einfach, jeder denkt, also meine alte Analog-Cutterin, die hat gesagt, ja, so, so ein bisschen mit der Kamera rumfuchteln, das kann ich auch. Das ist eben der Punkt, also ich fuchtel nicht rum, ich schaue sehr genau. Ich habe den Sucher vor Augen, wenn ich da diese Faustkeile mache. Und ja, das ist tatsächlich, das meiste passiert in der Kamera. Und vielleicht noch daran anschließend, weil es ja so wirklich tolle Überlagerungen gibt mit tollen Texturen, auch digitalen Pixeltexturen. Und da ist die Frage, wie, ob Sie das auch im Vorhinaus quasi auch schon zum Teil planen, wie Sie die Sachen überlagern. Oder ob das eben auch was ist, was man dann durch auch Umstellen und den Schnitt im Endschnitt quasi noch feststellen kann. Ich komme ja vom Schreiben in der Hauptsache. Wobei ich nicht ganz ehrlich bin, also mit 13 habe ich Buñuel und Nosferatu und Tarkovsky, Ivan's Kindheit. Den Rubeljow. Andrei Rubeljow gesehen. Und dann habe ich mein Leben lang geschwankt, ob ich Schriftsteller werden soll oder Filmemacher. Und da gab es ja Leute wie Pasolini, wie Achternbusch, Marguerite Duras und so weiter, die beides waren. Und das war dann auch immer eine Art Orientierung. Und zurück zu Ihrer Frage. Als Schriftsteller kann ich sozusagen eine Metapher herstellen. Ich zitiere jetzt Arno Schmidt, der kahle Mongolenschädel des Mondes. Da habe ich zwei Bilder, den Mond und den Mongolenschädel. Und die lege ich übereinander, nicht? Also quasi im Geist. Und als ich jetzt gefilmt habe, fand ich es einerseits gut, dass das Bild so eine Hegietas hat, das heißt eine solche Hier- und Jetzthaftigkeit, dass das Bild so richtig physisch ist. Und Pasolini macht ja dann in seiner Bildtheorie dass die Wirklichkeit sozusagen mit der Wirklichkeit entsteht oder dass die Wirklichkeit ein Lexikon der Wirklichkeit ist. Das heißt also, dass ein Bild dann zum Zeichen wird, zu einer Sprache. Aber das ist ja dann mir zu wenig, weil ich ja auch weiter denken muss. Und dann ist mir, das macht der Film natürlich schon 100 Jahre und die Fotografie auch, aber mich wundert, dass niemand zu diesem, oder fast niemand, zumindest nicht im Fernsehen, zu dieser Technik der Mehrfachbelichtung greift. Weil da kann ich jetzt Metaphern herstellen. Nicht? Also jetzt, um bei diesem einfachen Beispiel zu bleiben, wäre einerseits der Mond und der Mongolenschädel. Dann würde man, und so kann ich eben mit mehreren Bildebenen Metaphern herstellen. Oder kann den Kontext öffnen und kann neue Hintergründe buchstäblich und im übertragenen Sinn einfügen. Also vor allem dann auch im Nachgang, dass Sie es quasi visualisiert sehen und auch abschätzen können, inwiefern es zusammen auch wirkt wahrscheinlich, oder? Ja, sicher. Also das Machen ist immer, der Zufall ist eine wichtige Muse. Also wer das wegleugnet, der ist langweilig, weil wenn ich schon ein tolles Storyboard habe, dann brauche ich es ja eigentlich nicht mehr verfilmen. Vielleicht daran direkt anschließend jetzt vom Visuellen, aber auch nochmal, um auf den Ton nochmal zurückzukommen. Also Musik hatten wir jetzt schon angerissen, aber vielleicht nochmal die Arbeit am Ton, die Abmischung, vielleicht auch nochmal mehr, also ob Sie da nochmal ein bisschen mehr darüber erzählen könnten, diese kleinen, erstens das ganze Rauschen, die Radiohaftigkeit, irgendwie die Beschwörunghaftigkeit der Sprache, die da irgendwie ausgereizt wird, aber auch immer diese kleinen Töne, die wirklich sehr, also die kleinen Geräusche, die auch immer mal reinmontiert werden, ob Sie da nochmal vielleicht ein bisschen mehr... Ja, also wir haben ja die Situation des Unfalls. Er fährt mit seinem Auto und es passiert irgendwas,
Reifen platzen und er ist zwischen Leben und Tod, das Auto schleudert dahin. Und dann ist ja die Realität das Autoradio. Das geht immer weiter sozusagen. Er ist zwischen dem, und das Radio geht weiter. Insofern ist auf der ganzen Tonspur des Films sind da diese Radio-Prasselgeräusche. Und da kommen Musikfetzen, da kommen Stimmen, da materialisiert sich Erinnerung und Träume materialisieren sich in dieser Tonspur. Und da ich ja viele Hörspiele gemacht habe und mache und selber die Regie dann irgendwann übernommen habe, gebe ich mir das sehr, sehr viel Mühe. Umkehrbeispiel, die Tonspur von Faust Sonnengesang 1 hat 2 internationale Hörspiele gewonnen, 2013 in Kroatien und in Rumänien. Wie war die Arbeit also mit den verschiedenen Sprechern und Sprecherinnen? Also Sie hatten dann den Text, also Sie haben ja Texte verfasst. Und ja. Ich habe die Texte und ich muss sagen, dass alle prominenten Schauspieler es sich zur Ehre gemacht haben, umsonst diese Texte beizusteuern. Und ja, also das finde ich schon sehr toll. Als du das Hörspiel Call Me Moses gemacht hast, hast du da schon diesen Film im Kopf ja, gehabt, ich habe sogar mit dem Deutschlandfunk, was ich sonst oft nicht gemacht habe, gesagt, ich werde das später als Tonspur für den Film Faust Sonnengesang 3 und das ist vertraglich schon festgelegt, dass ich das benutzen darf. Und ja, diese ganzen auch Metaphoriken des Filmrisses und des Filmtons, das sind unendlich viele Nuancen von Ton oder alle Möglichkeiten von Lautsprechern, Handylautsprecher, Fernsehton, Radioton, Hall in Kirchen, Hall, was weiß ich, in sonstigen Räumen, in der Natur draußen, wieder dann das Ostinato, der Rat des Radiorauschens. Das kommt dann immer wieder davor. Also da gebe ich mir die größte Mühe mit der Tonspur. Ja. Das war ein amerikanischer Schauspieler. Merkwürdigerweise denken viele Leute, das sei William S. Burroughs, aber das stimmt nicht. Ich hab den Namen jetzt nicht scharf. Ich habe das gekauft in Amerika und ja. Ja, gibt es auf CD. Ja, einer, den ich auch eingeladen hatte, der Werner C., der hat die Hälfte des Tons gemacht. Der macht viele Hörspiele, hat jetzt den Prix Italia gewonnen und lebt hier in der Nähe von Frankfurt auf der Prophetenmühle. Das ist ein so schönes Wort. Wo ist denn das? Ja, also Richtung Gießen, so etwa ja, gefühlte 40 Kilometer. Ja, der hat diesen Wittmann da mitgemischt und auch einiges ist von ihm. Ja, ich habe noch eine andere Frage, auch zu Amerika. Also das Amerika, was Sie zitieren, ist ja ein sehr aktuelles Amerika in gewisser Hinsicht. Das heißt nach 45 Amerika. Sie, Walt Whitman natürlich nicht. Ja. Aber es gibt ja noch eine amerikanische Tradition, ich nenne mal 2 Namen, Thomas Paine und ich würde auch Herman Melville dazu rechnen, die ein bisschen anders gelagert sind. Warum, also ich meine, man kann nicht alles erwähnen und man kann natürlich sagen, aber das ist schon ein ziemlich starker Satz. Also das, was Amerika uns gebracht hat, ist sozusagen nicht nur die Invasion der Bilder als Negatives, was Sie erwähnen, sondern halt auch diese Popmusik. Ich meine, da gibt es ja schon noch ein bisschen mehr, was man sagen kann zu Amerika. Und der zweite Punkt wäre, und der ist mir auch ehrlich gesagt ziemlich aufgestoßen, ich fand ihn irgendwie gut im ersten Moment, dann habe ich aber gesagt, da liegt er ja wohl ganz falsch, der Punkt mit dem Genozid. Ja? Der Genozid, der in dem, in den heiligen Büchern, im heiligen Buch drin steht, also Genozid, wenn man diesen Begriff ernst nimmt, ja, ist ja ein ganz klares Merkmal der Moderne. Ja, also das sozusagen, das Alte Testament rein zu verfrachten, ist problematisch. Warum? Naja,
diese Systematik von modernen Genoziden hat gewisse, sagen wir mal, bürokratische, staatstechnische Voraussetzungen, die sie früher in der Form nicht gehabt haben. Ja? Man kann natürlich so einen Begriff verwässern, ja? Aber also als Terminus technicus wäre ich sehr skeptisch, also dass ihnen das Leute aus den Geschichtswissenschaften so auch so durchgehen lassen würden. Ich weiß, was sie meinen, das ist klar. Haben Sie die Bibel durchgelesen? Ja, natürlich. Und man kann natürlich auch bei den Ägyptern anfangen, das ist der Anfang des Monotheismus, ja. Und der ist spätestens seit Jan Assmann klar, das ist der Anfang der Gewalt, ja. Aber das kann man auch natürlich bei den Aufklärern schon nachlesen, ob sie griechischen oder die modernen Aufklärer sind, beginnt natürlich eigentlich immer mit Religionskritik. Und ich meine, das haben sie jetzt nicht versucht in dem Film, man muss ja nicht alles versuchen, man muss keine Abhandlungen machen, dann gebe ich Wilfried vollkommen recht. Aber so Begriffe wie Genozid wäre ich ein Ticken vorsichtig, weil das geht auch so in die Richtung Relativierung. Ja? Ich meine, es ist nicht alles gleich. Ja? Auschwitz oder Stalin oder Mao sind schon was anderes als das, was früher passiert ist. Naja, also Sodom und Gomorra, das ist ja quasi Hiroshima à vola lettre. Naja, sicher. Als die Römer Karthago erobert haben, haben sie nicht nur alle Einwohner umgebracht, sondern auch noch das Vieh umgebracht und noch Salz auf die Felder gestreut. Wenn das keine Tabula rasa ist in einem modernen Sinne, dann weiß ich auch nicht. Ja, und ich meine, die Amerikaner haben ja, vielleicht verhaue ich jetzt mich in den Zahlen, es waren 60 Millionen Indianer da, als die angekommen sind, mhm, und dann am Schluss waren 800.000 noch zu Beginn, ja, des 20. Jahrhunderts. Das weiß ich, aber auch die Bibel, und ich habe sie sehr genau, ich habe sie als Student schon durchgelesen, als Student der Philosophie, und ich habe sie nochmal für Call Me Moses. Und da sind Stellen drin, und da brauche ich Herrn Assmann gar nicht. Wo ich denke, wenn Hitler, und ich bin mir relativ sicher, dass Hitler das gelesen hat, und der wird sich da gedacht haben, wir wollen mal sehen, ob das wirklich das auserwählte Volk ist. Da muss ich passen. Ja, also das Ganze ist ja auch immer sehr subjektiv. Das ist nur das kleine Nadelöhr meines Kopfes und was halt da reinpasst. Und dann hat es auch ästhetische Kriterien. Nicht? Manches passt halt nicht rein, obwohl man es gerne drin hätte. Das entwickelt dann auch durchaus eigene Dynamiken. Es gibt ja einen starken Satz in dem Film, nämlich, dass das Hollywood-Kino jeden eigenen Gedanken beim Zuschauer ausschaltet oder dafür oder daraufhin gemacht wird, dass es jeden eigenen Gedanken ausschaltet. Und ich nehme an, dass dein Film genau das Gegenteil soll, nämlich eigene Gedanken beim Zuschauer zu erwecken und zu fördern. Ja, es ist eigentlich ein zuschauerfreundlicher Film. Auch natürlich, dass man Zeit hat, nicht wahr? Man hat ja die doppelte Zeit Dinge. Und ich meine, man wird natürlich überfordert, da gebe ich Ihnen schon ein Stück weit recht. Aber man hat ja auch, ich meine, wie oft hören Sie ein Stück Musik oder so, wenn es ein bisschen komplizierter ist? Das hören Sie im Grunde 60, 70 Mal und dann zeichnet sich erst so, kristallisiert sich da eine Art von Struktur. Und klar muss man das wie ein Gedichtbuch mehrfach lesen oder man darf es jenseits dieses jetzt kollektiven Wahrnehmens ja auch auf der DVD sich wie ein Lyrikbuch zu Gemüte führen. Man kann das Episode für Episode sich anschauen und drüber nachdenken und wieder zurückspringen und sagen, ach, was hat er jetzt wieder gemacht, jetzt hat er den Marx wieder nicht drin und so weiter. Dann kann ich ja noch Reklame dafür machen. Der Film ist auf DVD erschienen bei Suhrkamp und zusammen mit Faustson Gesang 2. Und
Davon sind bisher 8 Exemplare verkauft worden. Also wenn jemand den Film nochmal sehen will, kann er vielleicht das 9. und das 10. erstehen. Also wir haben die auch oben, verkaufen wir die auch, aber jetzt ist wahrscheinlich die Kasse geschlossen, aber die werden auch noch ein bisschen länger auch noch bei uns liegen bleiben. Ja. Ja, dann danke für das Kommen und das hier geblieben sein. Ja, danke dir fürs Kommen. Gerne.